Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, als er im Sterben lag, und ihr wisst, diese Trunkenheit des Todes, man verliert das Bewusstsein, dann kommt man wieder zu Bewusstsein. Und als er da in dieser Situation lag, sagten ihm die Leute, er soll La ilaha illallah sagen. Ja, das ist ja die Sunna, dass du ihn erinnerst an das Glaubensbekenntnis. Dann sagt er, nein, nein. Warum sagt er nein? Wir sagen dem, wir sagen La ilaha illallah, der sagt nein. Als er wieder zu sich gekommen ist, haben sie ihm gesagt, ja Imam, wir sagen dir, sollst das Glaubensbekenntnis sagen, du sagst nein. Dann sagt er, der Shaitan kam und hat gemeint, du hast es gepackt. Du hast es geschafft, du bist mir entwischt. Dann sagte ich ihm, nein, noch nicht, bis ich sterbe. Im letzten Moment darfst du nicht aufgeben. Es geht weiter. Bis wann? Bis diese Seele nicht mehr in deinem Körper ist. Dann hast du es gepackt. Vorher nie aufgeben. Und der Shaitan wird dich auch nicht in Ruhe lassen. Bis zum letzten Atemzug. Ja? Möge Allah uns ein gutes Ende geben.